Nachladen ist wichtig. Der Geschäftsboss. Du hast genug Schaden angerichtet, um den Boss aus seinem Versteck zu locken. Wenn du bereit bist, ihn anzuschauen, was auszuschalten, geh zu deiner Kontaktperson und besorge dir mehr Informations. Alles klar. Wenn du erst mehr Geld verdienen willst, kümmere dich um die verbleibenden Vollstrecker und Sonderziele. Vergiss nicht, dass jeder Vollstrecker, den du am Leben lässt, später an deiner Seite, an der Seite seines Bosses kämpfen wird. Okay. Ja, ja, okay. Klingt cool. Klingt immer cool. Mir wurde doch vorhin noch Kohle angezeigt. Hat das weg sein? Das war doch hier unten. Irgendwo hier drüber. Okay. Ich will gerade nicht noch was blinken sehen. Ich war da hinten. Du kannst hier so viel ablaufen, ey. Dann gehen wir mal hier rein. Hier sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Doch, hier sind wir gewesen, anfangs. So, wieder dreimal Munition. Das ist... Ah, Vegas-Gemälde. Zafir River Row. Okay. Okay, umgeguckt. Er muss ein bisschen, hier muss so sneaky umgehen, wenn mal was blinkt oder was. Hier ist ja so viel mit diesen. Achso, da war hier, ach so, hier waren wir gerade. Dann gehen wir wieder runter. Was soll ich denn mit diesem komischen LKW machen? Damit abhauen? Hier ist irgendwo noch Kohle. Ach Mensch. Auf dem Klo, ey. Ich brenn ab. Hier bin ich schon gerade noch gewesen. Heftig. Okay. Was haben wir jetzt? 3380. Okay, ich muss den Wagen mitnehmen. Aber was soll ich damit machen? Oder muss ich den in die Luft jagen? Was halt so. Mein armes Auto. Wenn wir ein Auto zurückhaben. Da habe ich. Ach komm, ist egal. Ich weiß auf die schusssichere Weste gerade mal. Rede mit Conny DeMarco. Was mache ich mit dem LKW, du Scherzgolden? Weiß nicht, warum ich die Karre jetzt da stehen habe. Nicht, dass man die mir die klaut oder so. Ach so, hinten rein. So. Tun wir mal was gucken. So, alles klar. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik.
Vor Greco? Vor dir? Hab gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Das sagt er so einfach. Ja. Müssen wir halt wieder gehen, ne? Ja. Wo laufe ich denn hin? Wir kennen uns nicht, aber ist okay. So, jetzt habe ich diesen blöden... Ich bin nicht der... Ja, das ist mir egal, man hätte einfach vorher mal da einfach warten müssen, ne? So, man muss da fahren wie die Amerikaner, auch wenn sie hupen, ist scheißegal. Ja, verschaffe ich mir Platz wieder. So. Keine Ahnung, warum ich den da hingestellt habe. Ein bisschen merkwürdig das Ganze. Da. Ach, was war ich denn? Ach, guck mal. Guck mal, was sie diesmal hinkriegen. Ach Mann! Sichtbar, sichtbar. Gut, dass ich jetzt gerade nichts gesagt habe. Tut mir leid. Aber das ist ja gerade, wo ich denke, ja, okay, sichtbar. Okay, das heißt, Virus muss auch ruhig sein. Klingt ein bisschen komisch, aber tut mir leid. Mich da gerade alle angepfiffen, ey. Ach, was war ich denn? Tot, töten.
Jetzt gibt's Prügel. Oh oh. Ich verpiss mich. Ach nein. Nein. Boah, wie viele sind denn da? Scheiße. Okay, da sind wir drauf gegangen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt direkt hinterher und den so. Aber, ja. Ach, Scheiße mit Erdbeeren. Ist die Kohle auch noch weg? Garstig. Richtig garstig. Aber so ist das halt, ne? Stand dann halt, wenn du stirbst, verlierst du Geld. Na gut. Oh, komm. Uiuiui. Ganz schön Springfreude hier. So. Also, es ist ein bisschen lahm, dieses Spiel. Das zieht sich ziemlich lang, wenn im Story-Modus und so weiter. Aber es ist nun mal Mafia 3. Da musst du als Sneaky vorgehen. Da dauert das halt ein gewisses bisschen Zeit. Das kannst du nicht einfach so durchpusten, Alter, wie Wolfenstein oder. Wie. Wutz. Na, pack mal richtig ein. Du hast ja nichts gelernt. Nee, ich habe noch keinen Führerschein. Tut mir leid. So. Platz gehört erstmal uns. Warum soll ich jetzt hier hin? Kannst du mir das mal sagen, du Scherzkasper? Da steige ich wieder ein. Wie ist es? Ja, pack einfach mal hier mitten auf dem Weg. Hier war ja irgendein Schusssicheres. Okay, knack. Ja, komm mal auf. So, machen wir das Ganze nochmal von vorne. So. Ja, gestorben. Jetzt muss ich das Ganze nochmal von vorne machen. Solche Sachen sind gut für Jungs wie uns. Wow. Hey, sag mal, läuft's bei dir noch, ey? Jetzt hab ich dich, Großmaul. Ich kann nicht schießen. Oh, der Junge, in die Hand. Er muss nachladen, Feuer frei. Meinst du so? Ich hol die Jungs. Wir sind unter Beschuss, kommt sofort her. Hab einen entdeckt, Jungs. Tötet unsere ganzen Leute! Schwanzlutscher! Bleibt hinter mir! Na, mit einer Hand links lauf! Nein, ich hab keinen Bock mehr! Ist doch doof! Ja. Wenn du einmal stirbst, das geht das von vorne. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld ich jetzt verloren habe. Puh. Ja, bei dem Spiel, da brauchst du echt Zeit. Du hast 911 Mann. Und ich hatte 3000 Beben, ey. Was mache ich denn jetzt hier auf dem Dach? Geht's noch? Das Spiel hat doch eine Macke. Moment, hier. Ah. Das Gefühl, ich muss da wieder zurücklaufen. Was mache ich denn hier? Komme ich gar nicht lang? Das spawnt mich das Spiel irgendwo hin an. Das geht ja mal gar nicht klar.
So, da knacken wir mal wieder ein Schloss hier. Deine Kleine mal vorbeischauen. Donna sagt, wenn sie rausfinden, dass du farbige Mädels vögelst, dann kommen wir die Haiti. Also, da hörst du's. Hör auf, ich mach hier drüben weiter zu wollen. Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis deine Frau das rausfindet. Du erinnerst dich doch noch an sie, oder? Was? Ich suche. Scheiße, wo ist er bloß hin? Lauf, Häschen, lauf! Bewegt euch hinter ihm! Zeit zu sterben! Wir haben einen Mann verloren! Schon unterwegs! Muss die Kindergeburtstag, ich bin dabei. Wieder einer weniger. Ja, ja. Von wo schießt denn der? Etwa so? Sind jetzt alle weg? Sind jetzt alle weg oder was? Neun. Ich gehe auf die Jagd. Ich gehe in Deckung. Und wieder auf die Jagd ging. Der Typ war ja. Scheiße. Überprüf die andere Seite. Ich hab ihn entdeckt. Hab einen entdeckt, Jungs. Er gehört euch, Jungs. Da hinten. Ich hab jetzt kein Scharfschützengewehr. Wärm ihn etwas auf. Komm und hol mich, Junge. Nicht zurücksehen. Geh einfach zum Telefon. Sag dem Arschloch gute Nacht. Da drüben. Wir sind unter Beschuss! Kommt sofort in Deckung! Munition, alle! Der Nagel kriegt hier fest! Kein Fluchtweg! Das kann doch nicht sein! Oh Mann! Ah, das gibt's doch nicht. Ja, was? Wo kommt ihr auf einmal weg? Also ihr seht,
es ist nicht einfach in dem Spiel, da irgendwo, du kannst nicht einfach reinlaufen. Du musst das echt strategisch machen. Das Spiel, um euch das jetzt mal zu zeigen, da kann man ganz sehr schnell sterben. Und ihr müsst da echt sneaky vorgehen. Echt sneaky vorgehen.